In der diesjährigen Ausgabe des Europa-Konsumbarometers wird das Konsumverhalten der europäischen Mittelschicht analysiert. Die Wirtschaftskrise verunsichert die Verbraucher und stellt die Kaufkraft der Mittelschicht auf eine Bewährungsprobe. Dies beeinflusst auch die Stimmung der Europäer. Die Befragten sind mit der wirtschaftlichen Situation ihrer Länder unzufrieden und bewerten sie im Durchschnitt mit nur 3,8 von 10 Punkten. Ihre Beurteilung der persönlichen Situation ist dagegen zuversichtlicher. Gerade wir Deutschen zeigen uns besonders optimistisch. Wir sind nicht nur mit unserer eigenen Situation zufrieden, sondern schätzen auch die Leistungsfähigkeit unseres Landes hoch ein. Die unsichere Wirtschaftslage macht Europas Verbraucher auch vorsichtiger. Sie wollen mehr sparen. Gleichzeitig besteht aber in einigen Ländern die Konsumlust weiter. 54% der Befragten planen, ihre Ausgaben zu erhöhen. Im Vergleich zum Vorjahr sind europaweit die durchschnittlichen Kaufabsichten allerdings verhaltener. Ich muss weniger ausgeben dieses Jahr wie letztes Jahr. Letztes war ziemlich teuer. Ich denke, ich werde genauso viel Geld ausgeben wie letztes Jahr. Was Urlaub betrifft, was Klamotten betrifft, was Freizeit betrifft. Ja, ich vermute, dass ich mehr Geld dieses Jahr ausgebe wie letztes Jahr. 46% der Europäer finden insgesamt, dass sich ihre finanzielle Lage in den letzten 10 Jahren verschlechtert hat. Auch in Deutschland teilen 40% diese Meinung. Gründe hierfür sind gestiegene Lebenshaltungskosten, hohe Gesundheits- und Versicherungsausgaben sowie Einkommensrückgänge. Mit ihrer aktuellen materiellen Situation zufrieden sind 42% der Europäer. Vor allem Briten, Deutsche und Franzosen sind positiv gestimmt. Die Osteuropäer spüren noch Aufholbedarf und wollen mit dem Lebensstandard ihrer Nachbarn aus dem Westen und Süden gleichziehen. Der heutigen Mittelschicht geht es jedoch besser als der Generation ihrer Eltern. Dies betrifft vor allem das hohe Maß an Sozialleistungen sowie die Vielfalt des Produkt- und Markenangebots. Der höhere Lebensstandard zeigt sich vor allem durch materiellen Komfort, eine hochwertige Wohnsituation, vielseitige Freizeitaktivitäten und regelmäßige Urlaubsreisen. Ja, wir haben so 2 Autos, wir haben einen Fernseher, wir haben einen PC, wir machen Reisen überall fast, wo wir hinwollen. Also ich glaube, dass wir heute wesentlich besser leben als vielleicht vor 50 Jahren. Wobei ich sagen muss, meine Eltern sehr, sehr bescheiden gewesen sind. Die europäischen Verbraucher passen sich der Wirtschaftslage an und ordnen ihre Prioritäten neu. Besonders wichtig sind dabei eine gute soziale Absicherung, die Zukunftssicherung der Kinder, in Ost- und Südeuropa die Steigerung des Lebensstandards und in Westeuropa der Erhalt des Status quo. Über die Hälfte der Befragten gibt an, im vergangenen Jahr ihren Lebensstandard gesenkt zu haben. In Deutschland musste dagegen nur ein Drittel der Bürger ihr Haushaltsbudget kürzen. Zuerst wird bei Ausgaben für Kleidung und Freizeit gespart, als nächstes folgen Bereiche aus dem Alltag, wie zum Beispiel Lebensmittel oder Transportkosten. Auf die neueste Internet- und Telefonausstattung verzichten die Europäer hingegen nur ungern. Vor allem das Smartphone gilt als Statussymbol, für das die Verbraucher bereitwillig eine hohe Mobilfunkrechnung akzeptieren. Geht es um das Wohl ihrer Kinder, spart die europäische Mittelschicht nicht. Für Ausbildung, medizinische Versorgung und neueste Trends greifen die Eltern tief in die Tasche und nehmen dafür auch gerne eigene Einschränkungen in Kauf. Denn mit der Schaffung optimaler Startbedingungen für die nächste Generation kann die Mittelschicht Europas auch in Zukunft eine hohe Lebensqualität genießen.